Drei Gründe, wieso du als Mann in deinem Leben keine Frau hast, obwohl du gerne eine hättest, oder einfach nicht die Frauen in deinem Umfeld hast, die du gerne um dich hättest. Denn diese drei Dinge, die ich dir jetzt hier mitgebe, sind das, was mir in meiner Arbeit als Coach immer wieder begegnet. Und wenn man diese drei Dinge einfach auflöst, dann passiert direkt so viel, dass einfach die Welt schon wieder komplett anders aussieht. Und es kann einfach sein, du setzt diese Dinge um und instant hast du einfach genau das, was du immer schon wolltest oder was du in diesem Moment einfach gerade gerne hättest und was dir fehlt. Nämlich einfach eine Frau an deiner Seite oder Frauen in deiner Umgebung, mit denen du einfach genau das haben kannst, was du suchst. Und mir ist einfach aufgefallen, das ist etwas, was unglaublich viele Männer da draußen betrifft. Also einfach die absolute Mehrzahl der Männer macht diese Dinge falsch. Und meine Methode als Coach ist immer die, aufzeigen, wo das Problem liegt, zeigen, wie die Lösung aussieht und dann auch Hilfe bei der Umsetzung. Und mein Ziel für dieses Video ist jetzt einfach mal, dir das Problem aufzuzeigen, die Lösung zu geben. Und wenn du das dann möchtest, dann kann ich dir auch gerne bei der Umsetzung des Ganzen helfen. Aber jetzt erstmal zu dem, was die drei Dinge sind, die einfach so ziemlich jeder Mann da draußen falsch macht. Und zwar, warum lernst du keine Frauen kennen oder warum hast du keine Frau an deiner Seite in deinem Leben? Die meisten Männer haben da einfach irgendwie schon Ideen von, ja, es ist halt in meinem Leben so, dass ich nicht groß genug bin, nicht gut genug aussehe oder whatever. In der Wahrheit sieht es oft vollkommen anders aus. Der erste Punkt, den so gut wie jeder Mann da draußen falsch macht. Und da kannst du jetzt mal drüber nachdenken. Frag dich mal selber. Wenn du durch deinen Alltag gehst, wenn du zum Bäcker gehst, zum Supermarkt gehst, zum Einkaufen gehst, auf der Straße entlang schlenderst, zu einem Kumpel gehst, zum Fitnessstudio gehst, einfach durch deinen Alltag gehst, vielleicht auch in Bars oder Clubs, na, falls sie bei dir in der Gegend gerade offen sind. Wie viele Frauen siehst du, wo du einfach nur denkst, hübsches Mädel oder interessante Frau? Es ist doch immer mindestens irgendwie eine dabei, wenn du mal ganz ehrlich bist. Und die meisten Männer machen eben den Fehler, dass sie als erstes schon mal überhaupt ihre Chancen gar nicht wahrnehmen. Weil ich bin ja gerade beim Bäcker, ich muss jetzt hier mein Brötchen kaufen. Ich kann nicht einfach mit der Frau hier neben mir reden. Oder ich bin jetzt gerade unterwegs von A nach B, da sehe ich eine Frau, die kommt mir entgegen. Ich kann die doch jetzt nicht einfach ansprechen. Oder ich bin jetzt gerade im Fitnessstudio und checke hier gerade ein und da draußen steht eine, die trinkt gerade noch ihren Kaffee oder so oder ihren Post-Workout-Shake, kann ich halt jetzt nicht hingehen. Die meisten Männer haben das Problem, dass sie einfach überhaupt gar nicht sehen, welche Chancen um sie herum sind. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, wie oft hast du denn schon im Supermarkt oder im Einkaufszentrum oder irgendwo draußen auf der Straße oder irgendwo von A nach B unterwegs eine Frau angesprochen, die dir gefallen hat? Die allermeisten Kerle machen das eben nicht. Und das ist eben der erste große Fehler, die Chancen nicht zu sehen oder zu denken, ich kann die ja nur ansprechen, wenn ich irgendwo in einem Setting bin, in einem Club bin, in einer Bar bin, wo ich erwarte, dass Leute das auch wollen. Die Wahrheit ist einfach, wenn du meine Frau ansprichst und du machst es auf eine smarte und coole und authentische und ehrliche Art und Weise, so gut wie gar keine Frau da draußen freut sich nicht darüber. Die meisten Frauen freuen sich, finden das cool, finden das toll, sagen dir noch, du sollst das öfter machen, weil sie das auch vermissen. Gerade in der heutigen Zeit, ja, jetzt sind ja die meisten Bars und Clubs gerade leider auch geschlossen. Das bedeutet, viele Frauen haben gar keine andere Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, außer über irgendwelche blöden Apps und wir wissen alle, wie angenehm und toll dieser Prozess ist, über Apps jemanden kennenzulernen. Total bescheuert. Ja. Also, das ist der erste Fehler. Nicht die Chancen sehen. Der zweite Fehler ist das Ego. Und damit verbunden die eigene Unsicherheit, damit verbunden die eigene Angst vor Fehlern und die eigene Angst davor, zurückgewiesen zu werden. So, wie sieht das in der Realität aus? Frag dich nur mal selber, ob das bei dir zutrifft. Bei allen Männern, mit denen man spricht, ist es im Normalfall so, dass sie sagen, ja, okay, kann ich mich selber wiedererkennen drin? Und das ist einfach nur, wenn du eine Frau siehst und du wirklich mal die Chance wahrnimmst und du wirklich mal überlegst, ich könnte da hingehen, ich würde die gerne ansprechen. Wie oft machst du es dann wirklich? Bei den meisten Männern ist es so, dass sie es gar nicht erst tun. Die denken dann drüber nach, schauen ihr hinterher, denken sich, die war schon nice, machen aber dann nichts. Und warum? Sind ja alles intelligente Leute, sonst würdest du auch nicht solche Videos gucken, wo es darum geht, wie du dich selber weiterentwickeln kannst. Dann wärst du irgendwo ganz woanders unterwegs auf YouTube. Meistens ist da ein logischer Grund dahinter, aber der ist nur an der Oberfläche logisch. Der logische Grund ist zum Beispiel dann, ja, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ja, ich kann die jetzt da nicht unterbrechen, die ist da mit einer Kollegin unterwegs. Oder die steht da und unterhält sich gerade. Wäre ja jetzt irgendwie unhöflich und komisch, dahin zu gehen. Wäre es das wirklich? Wirklich? Überleg mal, wie oft du in einem Gespräch gefangen bist, wo du eigentlich schon denkst, ich würde hier gerne weg, ich weiß aber nicht wie. Und wenn dann jemand kommen würde und der würde dich zufällig ansprechen, wäre es dann unhöflich oder würdest du dich freuen? So, jetzt sagst du vielleicht, okay, weiß ich aber ja nicht, ob das der Fall ist. Stimmt. Du weißt aber auch nicht, ob das der Fall ist, dass wenn eine Frau sich mit irgendwem unterhält, ob sie dieses Gespräch gerade genießt oder ob sie einfach nur gerade sich freuen würde, unterbrochen zu werden. Oder noch besser, ob dieses Gespräch gerade mit ihrer Freundin darüber geht, dass sie ja jetzt gerade schon so lange Single ist und endlich mal wieder einen coolen Mann kennenlernen möchte und dann kam der Heineken-Virus. Ja?
sag das böse C-Wort jetzt einfach mal nicht in diesem Video. Und dann auf einmal konnte sie nicht mehr in Bars gehen und diese ganzen Apps sind ja auch total zu lästig. Wer sagt, dass das Gespräch nicht genau das ist? Und du bist dann der Hero, der auf dem Moment auftaucht, sie anspricht und sie glücklich macht. So, natürlich, alles nur hypothetische Szenarien, aber was ich dir damit sagen möchte, ist einfach, das Ego, die Unsicherheit und die Angst vor Fehlern sind das, warum die meisten Männer dann nicht hingehen und sich sagen, das kann ich ja jetzt nicht machen, ich kann die jetzt nicht ansprechen, ich kann da jetzt nicht hingehen, weil sie eben diese hypothetischen Szenarien, diese ausgedachten Szenarien im Kopf haben, wo das alles nicht geht, ja? Wo es Gründe gibt, es nicht zu tun, wo es Gründe gibt, da jetzt fern zu bleiben. Und das ist eigentlich nur die Angst davor, abgewiesen zu werden, die Angst davor, irgendwie in eine Blamage reinzukommen, in einen peinlichen Moment reinzukommen. Aber ich sag dir mal was. Ist es denn wirklich so, dass du daran stirbst, wenn irgendjemand, den du gerade noch nicht mal kanntest, den du jetzt gerade siehst, den du vielleicht attraktiv findest, zu dir sagt, du, das ist jetzt hier nichts für mich. Oder du, das ist jetzt hier gerade irgendwie peinlich, was du gerade gesagt hast. Mal ganz ehrlich, bist du aus Zucker oder bist du ein Mann? Und das ist eben, was unglaublich viele Männer nicht verstehen. Weil wenn man sie einfach mal wirklich so fragt, dann ist natürlich klar, dass du in deinem Kopf auch sagst, ja klar bin ich nicht aus Zucker, ich bin ein Kerl, ich krieg das hin, ich habe damit auch gar kein Problem. Aber in dem Moment, wo das passiert, sind super viele Kerle einfach dann plötzlich doch in diesem Modus, wo sie sagen, das würde mich jetzt aber umbringen. Ja? Und das war Quatsch. Und der dritte Punkt, den die meisten Männer einfach falsch machen, sind einfach die Ausreden. Denn guck mal, wenn du jetzt verstehst, es gibt die Chancen, wenn du auch verstehst, dass es dich nicht umbringt, diese Chancen zu nutzen und vielleicht auch einfach mal damit auf die Schnauze zu fliegen, ist auch vollkommen okay, solange du der Frau jetzt nicht irgendwie lästig vorgekommen bist. Und ich kann dir sehr gerne zeigen, wie du das vermeidest. Ja? Du musst einfach nur hier oben klicken, siehst du da, was ich genau meine. Wenn du das mal gemacht hast und du dann an den Punkt kommst, wo du auch wirklich überlegst, sie anzusprechen, dann kommen eben diese ganzen Ausreden bei den Männern ins Spiel. Ja, dann kommt dann sowas wie, ich würde die ja ansprechen, aber ich weiß ja nicht, wie alt sie ist. Vielleicht ist sie mir zu jung, vielleicht ist sie mir zu alt. Ja, dann geh doch einfach hin und frag einfach du ganz kurz, wie alt bist du? Und wenn du dann sagst, so und so alt, dann sagst du, ach cool, ja, ich war mir gerade nicht sicher. Ja, ich bin mir irgendwie komisch vorgekommen, dich anzusprechen, einfach so, aber in dem Fall bist du ja nicht zu jung. Hi, ich bin übrigens der so und so. Ja. Oder, hey, ganz kurz, wie alt bist du? Und dann sagt sie, ja, ich bin so und so alt. Und dann so, oh, okay, großartig. Ja. Ich habe erst gedacht, du wärst vielleicht irgendwie deutlich älter als ich, ne? Aber dann hat es doch gepasst. So. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, wo man einfach hingeht, die Dinge abklärt. Oder dann steht da eine und dann denken sich viele Männer, ich kann da nicht hingehen, die wartet bestimmt auf ihren Freund, die wartet da so stehen gelassen und nicht abgeholt. Dann gehst du halt einfach hin und sagst, ey, ganz kurze Frage, wartest du gerade hier auf deinen Freund oder bist du hier? Na, ich warte auf meine Freundin. Ach cool, hi, ja, weil ich wollte nicht unhöflich sein, nicht, dass der dann da rauskommt aus dem Geschäft und sich dann denkt, wer ist denn das hier, der mit meiner Freundin quatscht, aber das ist mir gerade von da drüben aufgefallen, ich fand dich hübsch, hi. Und schon bist du im Gespräch. Ja, es gibt einfach viele Möglichkeiten, in allen möglichen Situationen einfach hinzugehen, einfach zu machen und nicht eine Ausrede zu haben mit, ich bin vielleicht zu klein, ich bin vielleicht nicht gut aussehend genug, ich weiß nicht, ich komme gerade vom Sport, ich sehe nicht so fresh aus. Ich war neulich auch mit einem Kollegen unterwegs, der kam im Sport, in Sportklamotten, total verschwitzt kam er mit und dann haben wir irgendwie zwei Mädels gesehen, sind da trotzdem hin, haben die angesprochen. Natürlich haben die im ersten Moment vielleicht gedacht, was ist da los, dann hat er erklärt, warum er jetzt gerade so rumläuft, dann haben die das wieder lustig gefunden und einen Tag später waren wir mit denen auf der nächsten Party. Und das ist einfach das. Die meisten Männer, und falls du da dazugehörst, hör gut zu, die machen das eben einfach falsch. Dass sie ihre Ausreden dann so wahrnehmen als bare Münze, als wäre das jetzt ein wahrer Grund, da nicht hinzugehen. Als wäre das ein valider Grund, sich selber zu beschneiden, seine eigenen Träume zu verkaufen. Weil ganz ehrlich, wenn du auf diesem Video bist und du hast bis hier geschaut, dann ist es dir doch wichtig, Frauen kennenzulernen. Weil der Titel war ja schon, warum du keine Frauen kennenlernst. Vielleicht bist du auf Neugier hier drauf gelandet, aber in den meisten Fällen wird es doch so sein, dass du dir gedacht hast, ich höre mir mal an, was der zu sagen hat. Vielleicht ändert das ja was an meiner Situation. Und das ist ja auch gerade, was ich versuche zu tun. Wenn du also an dieser Situation steckst, dann musst du einfach ehrlich zu dir selber sein und einfach die verdammten Ausreden mal Ausreden sein lassen und sagen, ey, ich gehe da jetzt einfach hin, ich mache das jetzt einfach. Kann ja nicht, was kann denn Schlimmes passieren, außer dass sie sagt, du, war nett mit dir und ciao. Oder nicht stehen bleibt oder whatever. Bringt dich das um? Nein, da waren wir wieder bei Punkt 2. Du bist doch nicht aus Zucker. Und das ist eben genau das, was das Thema ist. Löse diese drei Dinge. Ja? Sieh deine Chancen, nutz deine Chancen, erliege nicht deinen eigenen Ausreden und deiner eigenen Ego-Unsicherheit. Das bist ja nicht du, das ist ja nur ein Teil von dir, der versucht, dich klein zu halten und wir das nicht mal merken oftmals. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du das selber nicht umgesetzt bekommst, dann kannst du sehr gerne hier oben auf das i draufklicken und kannst mal anschauen, was ich dort für dich habe. Da habe ich ein Video für dich, wo ich erkläre, wie das aussieht, wenn ich dir dabei helfe bei der Umsetzung des Ganzen. Ja? Kannst dich dafür ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen und kannst einfach mal mit jemandem sprechen aus meinem Team und herausfinden, ob das das Richtige für dich ist. Vielleicht ist es ja genau das, was du jetzt gerade brauchst. Und abgesehen davon, was du auch sehr gerne tun kannst, ist, du kannst den Kanal abonnieren, kannst die Glocke anmachen, verpasst du keines der Videos mehr
dann wirst du auch noch sehr, sehr viele Videos finden, wo wir nicht nur darüber sprechen, welche Themen dich abhalten davon, die Frauen kennenzulernen, die du willst, sondern vor allem auch, welche du verwenden kannst, um mehr der Mann zu werden, der du sein möchtest und mehr der Mann zu werden, der auch die Frauen anzieht, die er will. Weil das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Ich weiß, in unserer Gesellschaft heißt es immer, ja, du hast es oder du hast es nicht. Aber in unserer Gesellschaft lesen die meisten Leute auch Bildzeitungen. Und die meisten Leute haben irgendeinen 9-to-5-Job und posten dann sowas wie, ich hasse Montag. Das sind die meisten Leute. Wenn du keinen Bock auf sowas hast, wenn du nicht wie die meisten Leute sein willst, dann macht es auch Sinn, dich anders zu verhalten. Und dann macht es auch Sinn, nicht immer alles zu glauben, was diese Leute sagen. Ja? Denn in dem Moment, wo du realisierst, du kannst Dinge verändern und die Leute, die keine Ahnung haben, reden am meisten darüber, im Normalfall. In dem Moment realisierst du, dass vieles, wovon du vielleicht bisher geglaubt hast, dass es der Fall ist, dich nur dann zurückhält, wenn du daran glaubst. Wenn du auf die Leute hörst, die das erreicht haben, was du erreichen möchtest, oder das schon können, was du können möchtest, dann kommst du auch wirklich weiter. Ja? Und ich habe die letzten Jahre nichts anderes gemacht, als Männer genau an diesen Punkt zu führen, in diesem Thema, weil ich früher selber nicht gut darin war, mit Frauen überhaupt die Kontaktaufnahme zu machen oder überhaupt die kennenzulernen, gut bei denen anzukommen und all das. Das war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Dann habe ich das für mich geändert. Leuten ist das aufgefallen, Leute haben nach Tipps gefragt, es wurden Seminare draus und siehe da, 13 Jahre später stehen wir hier und ich erzähle dir genau das. Ja. Du findest hier also auf jeden Fall genau die Lösung für das Ganze und wie gesagt, wenn du mit uns arbeiten möchtest, einfach da oben draufklicken. Viel Erfolg, ich hoffe, das Video war genau das, was du gerade hören musstest und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.